Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Und heute machen wir hier einen Yondan fertig bis zum zweiten Kiai und dann die Kata komplett. Also macht euch warm, seid bereit und los geht's. So, wir haben letztes Mal bis dahin gemacht. Kiai und hier erste Kiai. So, jetzt wir machen weiter, aber ich mache das in die Richtung, dass ihr seht, was ich mache. So, Kosadachi, Rücken gerade, Blick nach vorne und dann Oraken hier vor. Jetzt, ich soll mich so umdrehen, dass ich nicht geradeaus, sondern 45 Grad Kukutsudachi vorwärts gehen kann. Noch einmal, weil das ist eine Linie und ich bin da. Erstmal komplett drehen, das ist meine gerade Linie und jetzt weiter 45 Grad. Kokutsudachi, Moroto, Hikiwakioki, das heißt Hikiwakioki, fast wie Ochioki, also Moroto Ochi, aber mein Faust nach vorne zeigen. Also nicht da, sondern da. Okay, noch einmal. Ich. Nee. Kukutsudachi, Blick auch da. Jetzt vorwärts Maigiri. Jetzt vorwärts Maigiri. Und dann Tsuki, Singitsudachi. Und dann Kiyako Tsuki. Also zweimal. Ni, Choran Tsuki. Ich. Ich. Okay? Und jetzt, was ich hier gemacht habe, genauso auf die andere Seite machen. Hikiwaku, Kikoku Tsudachi, jetzt die rechte Seite vor. Hier haben wir die linke Seite vorgemacht. Hier machen wir die rechte Seite vor. Und das gleiche. Vorwärts Oizuki und dann Kiyakotsuki. Ja? Wir machen das noch einmal. Ich. Jetzt, ich bin da, Singitsudachi links und Kiyakotsuki rechts. Jetzt, ich gehe also in die Hauptrichtung und mache ich Kukutsudachi. Also Singitsudachi auf Kukutsudachi da. Also soll meine Stelle wechseln. Dann mein Dachi wechseln. Hier Singitsu, dann jetzt da Kukutsu. Jetzt die Hände. Die Hände zusammen da auf die rechte Seite. Und dann mache ich Moroto Ochi Odioke. Kukutsudachi. Und wiederhole ich das noch zweimal. Also erste. Jetzt zweite. Und dritte. Also dreimal. Sind insgesamt dreimal. Aber ich mache die erste Bewegung da und dann zweimal wiederholen. Okay? Dann Kukutsudachi auf Singitsudachi. Die linke Seite bewegt sich. Genauso wie hier. Hier haben wir die linke Seite auch von Singitsu auf Kukutsu. Hier von Kukutsu auf Singitsudachi wechseln. So, noch einmal. Die Hüfte ist immer dabei. Ich. Ja? Da. Und jetzt mache ich die Hände auch noch dazu. Bin hier gerade. Moroto Ochioke und Kukutsudachi. Und dann jetzt Singitsudachi und dann die Hände hier öffnen. Soll ein Kopf reinpassen. Nicht so viel, nicht so hoch, auch nicht so tief. Jodan Höhe und auch so festhalten. Also als ob ich zu jemand komme, einfach so klatschen. So, ich bin da, jetzt. Ja? Und danach Hisagiri. Und hier ist zweite Kiai.
Jetzt. Und dann gehe ich auf die andere Seite und mache ich die Schotter okay. Und die Schotter okay. Und nochmal eine vor. Dann yummy. Jetzt, ich wiederhole letzte Teil, wenn ich da bin. Dreimal Moroto Ochi Odio okay. Singi Tsudachi. Jetzt Hisagere und Kiai. Schotter okay da. Und dann noch eine vor. Dann. Joi. Und drei. Also manche machen hier, also viele Leute erklären das als erstmal also Hisagere, dann Maigere. Aber wir machen das nicht. Wir machen einfach Hisagere und dann direkt Kokutsudachi, Shotoki und manche als Bonkai erklären sie so. Also sie haben einen Kopf genommen und dann zum Knie gekickt. Und dann Shoto okay. Also kommt darauf an, was von Erklärung wir machen. Aber wir hier, aber von Kata, also Kata her, wir sollen einfach Knie hoch und dann sofort da Shoto okay. Und dann noch eine vor Shoto okay und danach. Ja, also das ist die Hayani Yondan, also ab erste Kiai. Bis zum Schluss. Ich lasse euch jetzt die Kata anschauen. Also die Hälfte, also die zweite Hälfte. Und dann die Kata komplett. Also, das ist alles für heute. Ich hoffe, dass mein Video hilfreich war. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch in die Kommentare auch schreiben. Bitte auch nicht vergessen, mein Video Daumen hoch geben, meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich auf eure Kommentare. Das war's von mir. Ich bin Wael. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.